Hallo Leute, ja nochmal ein Update zu meinen CPO Aufzuchtbecken. Wa? Hab nämlich die Folie hinten ran gemacht, rechts und hinten und links nicht, weil da das Licht nochmal rinkommt, bisschen mehr Licht links ist. Was wurde noch geändert? Ja, diese Lichtung gemacht ein bisschen besser so. Ja, man sieht es ja alles. Also könnt ihr erstmal kurz genießen. Auf jeden Fall vom Farblichen und vom Natürlichen her sieht es ja wohl aus wie in Mexiko sozusagen auf eine Art, ja, auf einem hellen Boden mit ein paar Steine da. Genau. Eins, was mich stört, ist hinten der Rückwand, dieser eine Strich da, wo diese zwei Folien übereinander gehen, weil anders geht es nicht. Leider gab es diese nicht in der Größe. Gibt es diese Folie, gibt es, glaube ich, beim Euroshop oder im Pfennigladen oder so. Irgendwie sowas, so ein Billigdings da. Und da gibt es diese Folie. Die ist blau, royalblau und durchsichtig, genau. Ja. Und wenn man eine Lampe dahinter macht, natürlich, sieht es natürlich, dadurch kriegen hier die Pflanzen von mir noch ein bisschen Licht. Diese Schlingpflanze muss ich noch weiter aufhängen, nach oben weiter. Weil die da hinten noch alle so ein bisschen sind, das ist alles nicht so ein bisschen Arbeit. Kriegt das richtig Licht, die Ecke auch. Hier kann man dann, da steht dann zum Beispiel mein Dings, das kleine Glas da. Projekt gewesen ist mit einer Springspinne, was aber leider nicht umgesetzt, also keine Springspinne da ist, keine gefunden habe, im Sommer vielleicht. Wie gesagt, da sind dann diese Schwänze drinne und wird immer feucht gehalten mit Moos und so und ein bisschen Licht kriegt es so ab. Ja, aber das war's ja nicht, wir wollen ja mal gucken und dann schauen wir mal jetzt. Auf jeden Fall sieht es sehr toll aus mit dem blauen Hintergrund. Die meisten Leute haben nämlich einen Hintergrund immer, der passt überhaupt nicht, ist voll unreal, also unnatürlich. Ja, und so ist es ja unter Wasser dann. Ja. So, ja, und die kleinen Pflanzen schwimmen da oben schön im Kreis rum. Wir schauen mal, was hier alles abgeht. So, natürlich, ihr seht, meine Blender werden gleich aufgegessen, immer hier von den Schnecken ausgeschieden. Die Kacke denn von den Schnecken essen die Krebse auch als Nahrung. Vor allen Dingen, die essen ja auch die Schnecken auf. Ja, und die sind natürlich hier alle da. Jede Menge, Mädchen, Jungs, alles gemischt. Kleine Babys, ganz winzige. Irgendwo sieht man manchmal auf die Steine oder was weiß ich, auf dem Boden. Ja, haben wir hier noch irgendwas? Ja, die Kokosnuss ist bloß ziemlich hier im Dunkeln. Da muss ich mal ein bisschen hier die Blätter, das ist dunkelschwarze, ist alles Blätterreste. Ja, und natürlich auch Mulm und so, aber ich mache den Kiesboden nicht sauber. In der Natur wird da auch nicht sauber gemacht. Das machen alles die Schnecken und dies und das. Dafür mache ich jede Woche Wasserwechsel und habe Osmosewasser natürlich. Die Ecke werde ich bloß noch ein bisschen ändern. Und ja, auf jeden Fall sehr angenehm. Ja. Und die Schnecken sind ja auch als Nahrung für die Krebse. Futter ist also immer da. Werden zweimal gefüttert von mir am Tag, weil es ein Aufzuchtbecken ist. Einmal früh mit so Pflanzenzeug-Tablets da von JBL und dann eben später abends dann nochmal richtiges Krebsfutter, aber nicht zu protein- oder zu dingsreichhaltig, sonst haben die Probleme beim Häuten. Hier sind so viele kleine Babykrebse, die springen gerade rum, weil die anderen Krebsen da ist. So kleine Babys springen da rum. Ja, und die Krebse buddeln sich immer durch und rein in die ganzen Schnecken, in den Schneckenberg und holen sich die Essensreste unten nochmal und die essen ja auch den Kot, wie gesagt, und der Schneckenkot ist ja sehr angenehm für Tiere zum Essen vor allen Dingen. Ja, gut, das wollte ich nochmal zeigen. Holt euch bloß so eine schöne Folie, ja? So eine blaue Folie. Ich kann ja nochmal gucken, ob ich die finde. Sieht man die jetzt da oben? Warte mal, ich guck mal, ob ich die finde. Ja, hier haben wir die Folie. Und so sieht sie aus. Sehr angenehme Folie. Ja. Genau, und wo war die doch mal? Ach, für Bücher ist das. Bucheinbandfolie. Genau. Der Laden, weiß ich nicht, ob es da drauf steht, müsst ihr mal gucken, die Adresse, weiß ich was. Auf jeden Fall, da gibt es die Folie und die kostet wenig 1 Euro oder irgendwas. Das ist so ein ganzes Bundesding hier, so ein, weiß ich nicht, so eine ganze Rolle. So. Das sind, glaube ich, zwei Rollen gewesen. Gut, wie gesagt, aber es ist sehr angenehm, weil genau das ist genau das Schöne, was mit dem Licht von hinten kommt, wo die Tiere dann dadurch dieses angenehme, ja, so rüberkommen. Ja, wollen wir gar nicht reden. Gut. Nochmal ein Update gemacht über CPO Aufzuchtbecken. Angenehme Tage euch gewünscht und bleibt gesund, ja, und warm anziehen.